Herzlich willkommen in... Nehme ich auf? Okay, wunderbar. Herzlich willkommen in Finchis Welt, in meinem Wohnzimmer, zu einem weiteren Monatsrückblick, zum dummen Gelaber für den Monat April. April ist schon wieder vorbei, meine Güte, rast die Zeit im Moment. Wahnsinn. Warum sitze ich im Wohnzimmer? Weil ich einfach momentan nicht dazu komme, runterzugehen und mein dummes Gelaber aufzunehmen. Und das unten zu bearbeiten und dann auch noch irgendwie hochzuladen. Ich habe es zwar geschafft, in den letzten Tagen so abends mal was aufzunehmen, aber das war immer nur so ganz kurz und mit jemand anders auch zusammen. Ihr habt es ja schon gesehen und irgendwie, ich bin halt einfach nicht dazu gekommen, jetzt zeitnah zum Monatswechsel runterzugehen und das dumme Gelaber aufzunehmen. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum sollst du das unten machen? Wobei es ja eigentlich also schon so eine Tradition ist, dass ich nach unten gehe, setze mich auf die Couch, nehme mir meinen Krug, mein Bier und... Ich höre was und setze mich da hin und nehme halt mein dummes Gelaber für den Monat immer auf. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich heute Abend das schaffe. Wir haben heute den 2. Mai schon und ich sitze hier oben jetzt am Mittag, weil die Kleine macht gerade Mittagsschlaf. Wir haben heute einen Brückentag und an Brückentagen habe ich bei mir in der Firma immer frei. Dafür muss ich halt die Samstage sonst immer gehen, damit ich diese Stunden halt irgendwie aufhole. Und deswegen habe ich heute frei. Meine Frau nicht, die muss arbeiten. Und die Kleine ist auch zu Hause, weil der Kindergarten halt zu hat. Und deswegen sitze ich jetzt hier oben. Die macht Mittagsschlaf und ich habe mir gedacht, ich zubbel mal mein T-Shirt rum. Und ich habe mir gedacht, warum soll ich das unten aufnehmen? Ich kann mir auch den Camcorder hier schnappen und mich einfach oben ins Wohnzimmer setzen und hier aufnehmen. Ungewohnt, aber gut. Und deswegen, ich trinke auch kein Bier. Also ich trinke schon Bier, aber kein richtiges, sondern Malzbier. Denn ich habe heute Nachmittag noch einiges zu tun. Ich muss vielleicht auch noch irgendwo hinfahren und wenn ich dann jetzt schon was trinke, dann geht das halt nicht. Denn selbst wenn ich nur ein Bier oder sowas trinke, fahre ich kein Auto mehr. Ist einfach so, sollte man auch nicht tun. Deswegen Malzbier. Trinke ich auch schon mal ganz gerne. Haben wir noch von Geburtstag. Meine Frau hatte nämlich Geburtstag vor kurzem. Und ihr habt ja auch alle fleißig gratuliert bei Facebook. Dankeschön da von ihr. Soll ich euch ausrichten. Und ja, deswegen haben wir jetzt Malzbier hier nochmal. Haben wir das gar nicht hier, weil... Ne, wer trinkt eigentlich sonst, ab und zu trinke ich das mal ganz gerne, wie gesagt, aber ich glaube, wenn ich jetzt das, was wir übrig hatten vom Geburtstag, weg habe, dann reicht es mir auch wieder erstmal eine Zeit lang. Aber am Anfang möchte ich jetzt mal ein paar Sachen ansprechen, die ja halt doch ein bisschen informativ sind und vielleicht auch ganz wichtig und mir wichtig sind. Und ich habe mir wie immer hier am Handy Notizen gemacht. Ja, und ich würde sagen, genau, ich habe mir nämlich notiert, ein paar Sachen, die ich euch einfach nur erzählen möchte und euch darüber informieren möchte. Und zwar hatte ich jetzt schon ein paar Mal über einen Sendeplan nachgedacht. Ich habe ja auch schon angekündigt, dass ein Sendeplan kommt. Ich habe es auch eine Zeit lang jetzt so gemacht, dass immer Dienstags und Freitags ein Video kommt. Und dann habe ich es auf Freitag reduziert, weil es halt einfach, nicht weil es zu viel ist, sondern weil ich halt einfach auch Zeit, meine Freizeit, das bisschen Freizeit, was ich habe, auch mal mit dem Zocken generell verbringen möchte. Weil wenn ich das nicht tue, kann ich auch keine Videos mehr machen. Ist halt einfach so und deswegen hatte ich es auf den Freitag reduziert. Nun, mein Problem mit dem Freitag oder mit diesem einen Tag in der Woche ist halt, ich produziere Videos ja vor. Und wenn ihr übrigens jetzt hier was hört, was hier so raschelt und rumhüpft und keine Ahnung, Geräusche macht, dann sind das die Hunde, weil ich sitze ja nun oben. Komm her, Dicky. Da. Hallo. Die kennt ihr ja schon aus irgendwelchen anderen Videos. Also nicht wundern, wenn hier irgendwas auf einmal neben mir auftaucht oder... ich mal so gucke, was die machen. Weil der eine rennt gerade in die Küche. Dennis, komm mal hier. Leg dich mal hier auf die Couch oder so. Wo ich dich im Blick habe. Denn der Drecksack hier, komm mal hoch. Ja. Der hier. Geh nicht erlegen. Trottel. Der räumt regelmäßig unsere Mülleimer leer. Ja, das Problem ist, da sind ja auch... viele Essensreste drin und von der Kleinen ab und zu schon mal eine Pampers und sowas. Und das ist natürlich dann blöd, wenn der da hinten den Mülleimer leer räumt. Deswegen leg dich da jetzt. Los. Hier hört sowieso keiner auf mich. wo war ich jetzt eben? Achso, genau. Und Sendeplan ist halt doof, finde ich das. Weil so weiß man immer, okay, freitags kommt ein Video und wer meine Videos kennt, der wird doch wissen, dass das meistens ein Snackcheck oder ein Finchi zeigt ist oder sowas. Oder irgendwie ein Labervideo. Und deswegen werde ich von diesem Sendeplan wieder abspringen. Nicht, weil ich es nicht schaffen würde, sondern weil es für mich wenig Sinn macht. Denn wenn ich ein Video habe, ich lade die sowieso jetzt alle geplant hoch. Das funktioniert ja jetzt bei mir wunderbar.
Und ich schlag die dann immer so hoch, dass es halt im Moment jetzt die letzten 2-3 Tage staut es sich ein bisschen mit den Videos von mir, weil halt Monatsende, dann kam das Reaper of Souls Video, was ich gemacht habe, auch das mit dem ProNoob zusammen und deswegen kommen jetzt ein paar Tage hintereinander halt Videos. Ist ja auch nicht schlimm, aber im Grunde möchte ich ja immer so ein bisschen Abstand zwischen den Videos haben und worauf ich hinaus möchte, ich werde demnächst wieder die Videos so hochladen, wie ich es denke. Das heißt, ihr könnt euch da überraschen lassen, wann die Dinger kommen, denn das ein weiterer Grund dafür ist, wenn ich immer freitags ein Video hochlade und viele Spiele kommen halt auch einfach freitags raus und wenn ich dann meine Finchi zeigt Anzock-Session mache, dann kommt freitags zum Beispiel ein Tech-Video, ich nehme aber an demselben Abend noch das Finchi zeigt zu jetzt demnächst zum Beispiel Mario Kart 8 auf und das lade ich dann ja auch zeitnah hoch, weil das, ich möchte das ja aktuell halten mit den ganzen Spielevorstellungen und Unboxings und sowas, habe ich ja schon mal erwähnt. Das heißt, am Samstag käme dann das Video zu Mario Kart 8. Dann staut sich das wieder so blöd. Dann würde ich natürlich, wenn freitags Mario Kart 8 zum Beispiel jetzt rauskommt, auch freitags das Video dazu hochladen, abends. Und dann würde ich das andere, was normalerweise an dem Tag kommt, sausen lassen. So irgendwie, versteht hoffentlich, was ich meine. Auf jeden Fall wird das mit dem Sendeplan wieder gecancelt. Ich habe es mal versucht. Es würde auch funktionieren, aber es macht für mich keinen Sinn. Deshalb, mein Handy blinkt. Warum blinkt mein Handy? Ah, ich habe eine E-Mail bekommen. Also Sendeplan ist gecancelt, irgendwie kommen die Videos irgendwann immer wieder. Und dann kommen wir auch direkt zu den nächsten Sachen, nämlich die Koop-Top-Listen, die ich schon so oft angekündigt habe, seit Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres schon und habe sie nie geschafft umzusetzen und hatte keine Zeit und war nicht so motiviert dafür und die Pause sollte auch ein bisschen dazwischen sein, zwischen Staffel 1 und Staffel 2, wenn man es so nennen möchte. Und jetzt habe ich mit der Planung von Staffel 2 ja angefangen. Und das haben mir einige YouTuber, die da mitmachen, haben mir auch schon Videos geschickt dazu. Danke erst nochmal an dieser Stelle. Wer das gemacht hat, der weiß ja jetzt, wen ich meine. Denn ich möchte noch nicht zu viel verraten. Es sind ein paar coole Leute dabei. Ich hatte eigentlich auch gehofft, dass ich noch von 3-4 anderen Leuten Videos bekomme. Aber um ihn mal zu nennen, den Bierbaron, der ist momentan im Umzugsstress und so. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das schafft. Und ansonsten macht er halt bei der nächsten Staffel dann mit, die irgendwann mit Sicherheit kommen wird. Ich denke mal, 5 oder 6 Videos, die ich jetzt schon machen kann, die reichen auch erstmal für die zweite Staffel. Die Staffel ist eigentlich blöd, weil es ist ja keine Fortführung, naja, ist egal. Wo war ich jetzt? Ah, ich bin verwirrt, ich muss trinken. Achso, und da kann er ja beim nächsten Mal mitmachen, der Bierbaron. Zum Beispiel. Oder dann hatte ich gefragt den Martin von Tendo TV, der hatte mir auch zugesagt, wollte doch jetzt mitmachen, aber hat sich auch nicht mehr gemeldet. Ich denke mal, er hat es einfach nur vergessen. Und, es liegt hier rum. Nee, Dennis, war nichts für dich. Schlaf weiter. Sobald ich irgendwie was Hektisches mache, dann denkt er, da kommt was geflogen. Ja, auf jeden Fall habe ich noch 5, 6 andere Leute, mit denen ich jetzt Videos machen werde, beziehungsweise die mir schon was geschickt haben und ich muss das halt jetzt nur noch bearbeiten irgendwie. Und damit fange ich jetzt die Tage an. Ich habe nächste Woche Spätschicht. Das heißt, da habe ich ein bisschen Zeit, immer abends, nachts für das zu machen. Vor allen Dingen, weil die Kleine wieder in den Kindergarten geht, meine Frau geht arbeiten wieder und das heißt, morgens bin ich auch allein zu Hause und wenn ich nicht gerade was im Garten mache, wo wir gleich noch zu kommen, dann muss ich auch ein paar Sachen erzählen. Dann habe ich Zeit für so ein bisschen die Top-Listen schon mal zu bearbeiten. Ich habe auch noch andere Videos, die habe ich schon vorproduziert, damit halt immer mal wieder was kommt. Und diese Top-Listen, das werde ich wahrscheinlich so handhaben, wenn ich die alle fertig habe, die 5, 6 Stück, dann werde ich das so machen, dass die immer samstags kommen. Das kann ich ja so geplant machen. Ne? Das ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Immer samstags eine Top-Liste und zwischendurch die anderen Sachen. Ich denke mal, irgendwie so werde ich das machen. Dass einmal die Woche halt eine Top-Liste kommt. Weil wenn ich jetzt die erste mache und lade sie hoch und dann schaffe ich es nicht, die anderen zu bearbeiten, dann dauert es ja wieder Ewigkeiten, bis ich die nächste hochladen kann. Das ist auch doof. Aber sie kommen. Ich habe schon oft, auch die Leute, die mir jetzt schon die Videos schon lange geschickt haben. Ich habe ja teilweise schon die Videos jetzt über einen Monat her und komme einfach nicht dazu. Erstmal sorry, dass das so lange dauert. Aber ist ja im Prinzip auch Wurst, wann die kommen, oder? Denn sie kommen. Seid darauf gefasst, diesen Monat geht es mit Sicherheit los. Ich hoffe, ich schaffe das. Drückt mir die Daumen. Dann haben wir als nächstes Thema meine Facebook-Seite. Ich möchte nochmal darauf verweisen, dass ich eine Facebook-Fanpage habe. Ich werde die euch unten verlinken.
Achso, und übrigens, falls euch wundert, warum das Ganze hier ohne Intro jetzt kam und einfach so hochgeladen wird, weil ich halt, wie gesagt, hier oben bin und jetzt gerade Zeit habe. Wenn ich jetzt wieder ein Intro davor machen müsste, dann müsste ich das wieder unten zusammenschneiden an meinem Rechner und Intro davor setzen und dann hochladen. Ist ja Quatsch, das Intro kommt bei jedem Video. Und da ich jetzt gerade oben bin und das gleich auf den Laptop hier ziehen werde und von da aus hochladen werde, ja, ne? Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen ohne Intro, ist egal. Meine Facebook-Seite verlinke ich euch unten mal. Könnt ihr gerne da liken, da könnt ihr mir auch schreiben. Denn viele Leute schreiben mir zum Beispiel hier bei YouTube. Das kriege ich nicht immer mit, weil das neue Design es ein bisschen kompliziert macht, so neue Nachrichten zu erkennen. Ich bekomme zwar dann auch die E-Mail, dass mir jemand eine Nachricht geschickt hat, das habe ich nur aktiviert, aber trotzdem, wenn ich die jetzt zum Beispiel auf der Arbeit in der Pause lese, dann weiß ich, oh ja, hat mir jemand was bei YouTube geschrieben. Aber dann komme ich nach Hause, habe das vergessen. Und es wird mir nirgends mehr angezeigt. Deswegen könnt, oder bei Steam, viele Leute schreiben mir über Steam, weil das Steam geht halt an, sobald der Laptop oder mein Rechner unten hochfährt. Aber ich bin da halt nie drin. Das ist immer minimiert oder geschlossen, aber es läuft halt im Hintergrund irgendwie. Dann schreiben mir die Leute und ich sehe das nicht. Oder es kann auch sein, dass da Steam online ist, aber meine Frau am Laptop sitzt. Und deswegen, ja, Steam ist auch so ein Ding. Habe ich zwar, aber habe es auch wirklich nur für meine Spiele runterzuladen und dann da zu kaufen und zu spielen, also kleine Indie-Titel oder irgendwie sowas, wo man die nicht als Retail-Version haben kann oder haben muss. Ansonsten, Steam benutze ich halt nicht groß. Ich bin da auch in ein paar Gruppen drin, aber habe ich noch nie reingeguckt, bin ich ganz ehrlich. Deswegen, wenn ihr mit mir irgendwie Kontakt halten möchtet, dann tut das über meine Facebook-Seite. Facebook, Finchies Weltgaming und Co., genau wie der Kanal hier, da poste ich zwischendurch, wenn ich es schaffe, immer mal ein paar Sachen, Videos von anderen Leuten. Es gibt auch den Community-Sonntag, den ich da eingeführt habe, da poste ich jeden Sonntag, ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich die, bei Facebook kann ich ja auch geplant, Beiträge posten, dass ich über die ganze Woche, wenn ich Videos geguckt habe, die ich gut fand, dann habe ich die meistens schon als Beitrag reingetippt bei mir am Computer und habe geplant auf Sonntag 12 Uhr, da ging es immer los, kam das erste Video. Dann habe ich irgendwann in der Laufe dieser Woche noch ein zweites Video gesehen, was ich cool fand, habe das dann auch geplant, bei Facebook gepostet, bla bla, Sonntag auf 13 Uhr, dass jede Stunde so ein Beitrag kommt. Nur dabei ist das Problem, ich hatte da mal gefragt, ob die Leute das als Spam empfinden, wenn quasi sonntags jede Stunde von mir ein Beitrag kommt mit einem Video von Leuten, die sie sowieso wahrscheinlich kennen. Weil bei mir auf der Facebook-Seite sind nicht ganz so viele wie hier bei YouTube. Hier sind es mittlerweile übrigens 1450 Abonnenten, Wahnsinn. Und bei Facebook folgen mir da 212 oder 213 mittlerweile. Deswegen würde es mich freuen, wenn noch mehr von diesen 1450 Leuten bei Facebook noch vorbeigucken, die Seite von mir aus liken und dann immer wieder neue Infos bekommen und auch mit mir da in Kontakt bleiben können. Denn ihr könnt mir da auch Nachrichten schicken und da gucke ich halt sehr häufig rein, weil es halt Handy, ne? Da gibt es halt die Seitenmanager-App, wo ich da immer mit euch schreiben kann zum Beispiel. Könnt zwar dauern, bis ich antworte, weil ich halt auch nicht alle 5 Minuten da reingucke, aber da ist die Wahrscheinlichkeit, mich anzutreffen, mit mir zu schreiben, um einiges höher als bei YouTube, Steam. Das war es, glaube ich, auch schon. was haben wir denn noch? Achso, oder halt, was auch wir gerne mal machen können, wer mal mit mir eine Runde spielen möchte. Ich habe das letzten Monat schon mal erwähnt. Ich spiele auf dem Handy Quizduell. Da heiße ich auch Finchies Welt, einfach komplett zusammengeschrieben. F groß, W groß, aber ich glaube, dazu ist auch egal. Ihr könnt mich da gerne adden, herausfordern, was auch immer. Es dauert manchmal, bis ich da auch spiele. Manchmal kann es bis zu einem Tag dauern, dass ich die nächste Runde mache. Manchmal sitze ich auch abends hier vorm Fernseher, meine Frau guckt was und ich spiele Quizduell mit den ganzen Leuten da. Bin ich mittlerweile von 16 Millionen Spielern auf Rang 250.000 oder so, also ziemlich weit vorne eigentlich. Aber jetzt dauert es ein bisschen länger immer. Und da könnt ihr mich, wie gesagt, herausfordern, mit mir spielen. Da schreibe ich auch schon mal mit den Leuten dann so ein bisschen, sofern es geht, weil nach dem letzten Video, wo ich das gesagt habe, habe ich an dem einen Tag, ich glaube, 20 Herausforderungen bekommen. Sehr cool. Wie gesagt, könnt ihr gerne weiter mich da herausfordern, damit wir da zusammen so ein bisschen spielen können oder sowas. Und das nächste, wo man mit mir spielen kann, ist Diablo 3, nämlich Reaper of Souls. Das ist momentan so das Ding, wenn ich mal Zeit habe, dann spiele ich das. Einfach mal zum Abschalten, ein bisschen rumschnetzeln, ein bisschen den Charakter erweitern und ausbauen und so. Und das Schöne daran ist halt für mich einfach, ich kann rein, ich kann direkt die Sachen machen, ich brauche nicht lange vorbereiten, ich renne los und wenn es nur 10 Minuten sind und baller ein paar Elite-Mobs platt und gut ist. Deswegen Diablo 3 mit Reaper of Souls, mit dem Add-on, ist momentan so das Ding, was ich am meisten spiele.
Mein Battletech habe ich auch letztens im Video schon mal gepostet zu Reaper of Souls, aber ihr könnt gerne mich da auch adden. Finchmaster, Raute 2909 ist mein Battletech. Das könnt ihr gerne adden. Aber wenn ihr mich geaddet habt, ich weiß nicht, ob das am Anfang schon geht, aber schreibt mir bitte eine Nachricht dazu, wer ihr hier auf YouTube seid oder bei Facebook oder was auch immer, weil ich habe da jetzt auch die letzten Tage schon ein paar Anfragen bekommen und ich weiß halt nie, wer das ist. Deswegen, ich nehme die immer an, die Leute. Ich kann sie immer noch rausschmeißen, wenn es jetzt keiner von euch zum Beispiel ist. Aber bitte schreibt mir dann eine Nachricht, wer ihr seid, damit ich euch zuordnen kann, weil das finde ich immer ganz wichtig, dass ich weiß, mit wem ich das spiele. Dass ich nicht nur irgendwie da einen Char-Namen oder sowas habe, dass ich dann Bezug zu habe. Das finde ich immer ziemlich wichtig eigentlich. So, damit hätten wir diese Sachen, wo ihr mich kontaktieren könnt und mit was ihr mit mir spielen könnt, abgehakt. Und es gibt noch ein Ding, ich wollte das noch kurz erwähnen. Ich hatte vor kurzem das lustige SNES, SNES-Themes-Raten mit mir hochgeladen. Und das sollte eigentlich nur so als Gag gedacht sein. Und ich glaube, manche Leute haben das zu ernst genommen. Viele haben auch einen Daumen runter gegeben, ist auch vollkommen in Ordnung. War ja auch ein Schrottvideo, aber für so ein bisschen doof zu unterhalten, war es ja ganz witzig, fand ich zumindest. Und aber ich glaube, einige Leute haben das einfach zu ernst genommen. Auch der gute Laune-Typ, der hatte da kommentiert, ob ich die Lieder überhaupt gut finde oder ob ich diese kannte vorher. Klar kann ich die, nur halt, ich hatte Kopfhörer an, ich habe mich selber fast gar nicht gehört oder habe mich gar nicht gehört und habe dann da ein bisschen rumgesummt. Klar war das kacke. Gar keine Frage, war das ein Schrottvideo. Es war auch nicht ernst gemeint, dass ich die Lieder da möglichst gut a cappella vortrage, damit ihr das erraten könnt, sondern einfach nur aus Scheiß. Deswegen, mich stört es da nicht, wenn man dann Daumen runter gibt. Juckt mich nicht groß. Ein Daumen runter ist auch Aufmerksamkeit. Von daher. Und vor allen Dingen die Daumen hoch waren ja immer noch überwiegend. Überwiegend? Es gab immer noch mehr Daumen nach oben wie nach unten. Und das ist doch das Wichtigste, dass die Leute da wenigstens doch ein bisschen Spaß dran hatten. So, das waren erstmal die wichtigen Sachen, die ich euch so mitteilen wollte, glaube ich. Toplisten habe ich, Sendeplan, Facebook-Seite mit dem Community-Sonntag habe ich, das NES-Teams geraten, habe ich gerade angesprochen. Jo, dann kämen wir jetzt mal zu so ein paar kleinen Sachen, die ich so im April gemacht habe. Eigentlich habe ich, wie immer, nicht so mega viel gemacht. Ich habe viel gearbeitet. Ich hatte aber auch Urlaub. Es war nämlich Ostern, da hatte ich Urlaub über die Tage. Und ich habe sehr viel im Garten gemacht, denn langsam wird das Wetter besser. Und ich möchte unseren Garten so ein bisschen, das ist schwierig zu erklären, weil wir haben, unser Garten ist relativ groß, wir haben einen großen Garten, nur der ist unterteilt in mehrere Abschnitte und vorne vorm Haus ist der Stellplatz, das war früher auch nicht so, da war früher auch noch Wiese und so mit einer Hecke dran, das habe ich schon vor ein paar Jahren umgebaut und jetzt haben wir unten eine Terrasse, die ist halt noch, da meine Oma wohnt ja noch unten im Haus, das hört sich jetzt doof an, wenn ich sage, meine Oma wohnt noch unten im Haus, wir wohnen ja bei meiner Oma im Haus oben und sie sitzt halt unten, klar, sie hat direkt ihr Wohnzimmer an der Terrasse dran, sitzt doch ab und zu mal draußen, aber ist es meistens noch zu kalt. Klar, sie ist 92, wird sie jetzt. Und wird sie 92 oder 91? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist sie schon ziemlich alt. Und ich fange jetzt halt so ein bisschen an, diesen Garten so vernünftig zu machen. Ich habe da jahrelang nichts gemacht, weil es halt mich erstens nicht groß interessiert hat, der Garten. Weil ich halt früher, wie ich alleine war, war ich oft draußen, aber nicht unbedingt bei uns im Garten. Da war ich immer unterwegs. Und jetzt so langsam finde ich das mit dem Garten aber ganz cool. Ich gehe gerne raus, ich setze mich gerne dahin, ich mache da immer irgendwie was. So, Gartenarbeit war früher auch nie mein Ding, ich habe das gehasst. Das Einzige, was ich jetzt immer noch hasse, ist Unkraut wegmachen. Das ist das Allerletzte. Aber so ein bisschen da rumgestalten, den Garten schön machen, das finde ich schon eigentlich ganz cool. Und wir hatten, wie gesagt, wir haben hintenrum noch so ein Häuschen, ein gemauertes Häuschen, wo halt mein Opa, der hatte früher Hühner hintenrum. So groß ist das da bei uns. Und der hatte Hühner gehalten, in besten Zeiten zu, hat er 40 Hühner oder so, glaube ich, waren das, ja, waren fast 40 Hühner. Und der Hühnerstall, der früher halt Hühnerstall war, ist jetzt so ein Werkzeugschuppen von uns, wo halt Werkzeug drin ist und sowas alles. Und der steht halt mittendrin. Das heißt, rundherum ist auch noch Wiese für uns. Aber alles auf verschiedenen Ebenen, ne? Weil halt unser ganzes Grundstück liegt so ein bisschen im Hang und wir haben ja, wenn man von der Terrasse runtergeht, ist da unten, ich filme das vielleicht irgendwann mal, wenn es fertig ist oder so, haben wir halt die erste Ebene, da steht unser Pavillon mit einem Tisch und die ganzen Kinderspielsachen, Schaukel, Rutsche und so ein Gedöns. Dann ist da eine Mauer und hinter dieser Mauer war früher ein Nutzgarten, wo halt Salat und Möhren und so ein ganzer Strunz angebaut wurde. Das ist aber nicht mehr, mein Onkel hat da keine Lust mehr zu und hat gesagt,
kannst du wieder da nehmen, deine Wiese da. Das ist die Wiese, quasi komplett fläches Wiese, aber das nutzt halt niemand, weil man nicht gut dahin kommt, weil dazwischen steht noch dieses Häuschen, das Hühnerhäuschen, das alte, dann ist die Mauer da abgetrennt und hinten rumgehen ist auch doof und vor allen Dingen ist alles offen und wir haben ja die Hunde und ich will sie nicht hier rumlaufen lassen, weil sie hören zwar, aber das Problem ist, wenn jetzt, das sind ja Jäger, sind beides Jagdhunde irgendwie und wenn da jetzt ein Vogel kommt, dann sind die sofort, oder irgendwas anderes, eine Katze, um Gottes Willen, die stehen so auf Katzen, dann sind die sofort hinterher, rennen auf die Straße, Auto, Bums, hat niemand was vor, will auch niemand. Deswegen bin ich momentan dabei, die Mauer, die ich eben genannt habe, einzureißen, um dann unten auf die Wiese zu kommen und hinter dem Häuschen, hinter diesem ehemaligen Hühnerhäuschen, einen Zaun zu setzen, sodass ich quasi unser Grundstück hier an der Seite, was wir nutzen, ein bisschen größer zu machen. Und dadurch, dass da halt jahrelang nichts gemacht wurde, ist das mega viel Arbeit und mega dreckig da alles und mega runtergekommen, würde ich es mal nennen. Die Mauer zu unseren Nachbarn, weil das Grundstück von denen halt einen Ticken höher liegt, so einen Meter, da muss aber logischerweise eine Mauer zwischen sein, damit das nicht absagt. Und diese Mauer, die ist schon so alt, da ist der ganze Putz schon ab, man sieht die hohen Steine da drunter, das sieht halt einfach assi aus. Und mein Vetter sagt immer, der wohnt halt nebenan und der ruft, sagt immer, da hinten ist Familien im Brennpunkt. Könnte man RTL mal hinschicken, sagt er. Weil die Mauer halt so schäbig ist. Und ja, jetzt bin ich halt ein bisschen bei, das alles zu ändern. Ich habe noch Holz geholt für einen Zaun zu bauen und dann wird da eine Treppe runtergehen und ja, voll spießig, Gartenarbeit. Das habe ich im April sehr viel gemacht, wobei es wie gesagt Spaß macht. Ich habe sogar gestern Abend zu meiner Frau gesagt, es hat dann geregnet, ich muss das nachher nicht mehr machen, aber ich sagte dann zu ihr, ich gehe nachher noch runter, dann gehe ich in Adiletten hier, Badelatschen, kurzer Hose, mit der grünen Gießkanne, vollspießig Blumen gießen hinten rum. Beziehungsweise keine Blumen, wir haben nicht so viele Blumen, aber halt die anderen Pflanzen, die da so rumstehen. Ja, so weit ist es schon gekommen. Finchi geht Blumen gießen. Naja, was soll's. Macht ja auch Spaß. Und vor allen Dingen viel mehr Platz für die Kleine dann, die Hunde können rumrennen. Ist doch super, man setzt sich oben auf der Terrasse und kann sich angucken, was man da unten geschaffen hat. Tolle Sache. Und ich habe es ja glaube ich schon mal erwähnt, früher oder später ist das Haus ja von mir, ne, so. Meine Oma soll noch lange leben, aber irgendwann ist es halt mal meins. Und deswegen, da ich aber jetzt nicht, ich kann schlecht unten in die Wohnung gehen von meiner Oma und sag zu der, ja, warte mal, ich muss ja hier schon mal messen, wenn ich hier irgendwann durchbreche und so. Deswegen fange ich halt jetzt draußen an und mache den Garten schon mal, weil da kann ich ja machen. Und sie ist auch froh, dass ich da was tue und kann sich auch noch schön in den Garten setzen und sich daran erfreuen und so. Warum nicht? Macht auf jeden Fall Bock. Das war also der Hauptgrund, warum ich wenig Zeit hatte, für irgendwas zu machen. Nee, stimmt gar nicht, war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war, dass wir alle Urlaub hatten, der Kindergarten zu hatte und wir 2 Wochen lang die Kleinen jetzt zu Hause hatten. Das heißt, in der Zeit konnte ich fast gar nichts machen. Ich habe dann immer nur mittags mal, wie ich Urlaub hatte, und die Kleine hat Mittagsschlaf gemacht, so wie jetzt gerade, habe ich zum Beispiel hier oben FIFA gespielt, das neue FIFA WM. Ist ganz cool, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und sonst habe ich nicht viel gemacht. Ich bin ab und zu abends mal runtergegangen, habe dann ein bisschen in Diablo da rumgeheizt, wie gesagt, oder habe auch Trials habe ich gespielt, kommt auch gleich noch zu. Und aber meistens war es dann so, dass ich abends runter bin, um 10, halb elf, elf, habe dann bis um 1 oder so gespielt, wenn überhaupt, und bin dann wieder hoch, habe mich hingelegt und bin morgens um 7 wieder aufgestanden. So, ne, das ist halt so, vom Schlaf her reicht es, vor allem wenn man frei hat, aber viel machen ist da halt nicht. Und deswegen komme ich auch momentan nicht dazu, dieses dumme Gelaber unten aufzunehmen und sitze hier. So einfach ist das. Dann kommen wir mal zum nächsten Gartenarbeit. Wie gesagt, ich überlege, ob ich da mal ein kleines Video irgendwann zu mache. Denn wir haben auch noch, genau, wir haben ja auch noch Moment, was ist denn das jetzt hier? Ich glaube, das ist noch vom letzten Monat. Wo war ich jetzt? Ich habe es schon wieder vergessen. Achso, genau. Er hat auch gesehen, das Broadcast Yourself Video. Der Bruno hat das ja ins Leben gerufen mit dem Broadcast Yourself. Einfach mal stumpf die Handykamera anmachen und filmen und drauf losreden und irgendeinen Quatsch machen. Und das finde ich eigentlich ist eine ganz gute Kategorie für mich, oder nicht? Deswegen überlege ich da auch eine Reihe zu machen, einfach mal so
wenn ich irgendwas mache, nicht wie jetzt hier dummes Gelaber, einfach so den Monat Revue passieren lasse, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel draußen bin und bin gerade im Garten am Arbeiten, dass ich da mal kurz aufnehme und euch was dazu erzähle und so. Nur ich weiß nicht, ob ich da vielleicht einen extra Kanal sogar zu mache. Denn einen neuen Kanal erstellen ist ja mittlerweile kein Problem mehr. Man kann ja über dieses eine Google-Profil so viele Kanäle erstellen, wie man will. Und vielleicht mache ich da einfach so einen Finchi-Vlog-Kanal zu. Dann könnte ich nämlich hier das dumme Gelaber einfach mehr auf Gaming auslegen, wie es eigentlich auch gedacht ist. Mal sehen, ich weiß noch nicht so genau. Werdet ihr dann schon sehen. Auf jeden Fall ist das so mein Gedankengang, den ich letztens mal hatte beim Spazierengehen mit den Hunden. Da habe ich gedacht, du könntest jetzt hier wunderbar so ein bisschen, weil da war irgendwas im Wald. Genau, ich habe da jemanden im Wald sitzen sehen. Das ist ja auch immer so, ich habe ja immer diese Wald-Stories. Weil bei uns im Wald hier passiert immer so viel Kram. Ich sehe da so viele bekloppte, wahnsinnige Leute. Und warum ist meine Nase eigentlich so? Das sieht aus, als hätte ich voll den Zinken. Nee, von der Seite ist es eindeutig besser. ich bin durch den Wald gegangen und da saß, ich habe den vorher hier vorbeigefahren. Das war, keine Ahnung, irgendwas Muslimisches auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es ein Türke war oder sonst irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte er eine Kapuze an, sah aus wie ein Poncho und hatte voll laut diese Klagelieder, so dieses, ihr wisst, was ich meine, hatte er voll aufgedreht und er fuhr hier bei uns vorbei. Da dachte ich, alles klar, schon nie gesehen. Nachher bin ich mit den Hunden in den Wald gefahren und da stand der mit dem Auto so ein paar Plätze weiter und saß mit der Kapuze im Auto und war irgendwas am Handy, glaube ich, am Machen. Und ich bin dann in den Wald gegangen und irgendwann gucke ich hoch und da geht so eine Böschung hoch und oben waren halt Bäume und so ein Kram alles. Und da sitzt er, mitten im Wald, querfeldein, auf einem Baumstamm und sitzt da. So, ich habe den aber nur von hinten gesehen. Also ich glaube, aber Handy hatte er nicht in der Hand, weil es auch gar kein Empfang da oben. Ja, und saß da. War schon sehr skurril irgendwie das Ganze. Keine Ahnung, was das für einer war. Auf jeden Fall solche Sachen, da könnte ich dann durch die Gegend laufen und das dann live quasi so auch mal vielleicht Kamera hinhalten oder so und da überlege ich irgendwie vielleicht einen zweiten Kanal zu aufzumachen. Mal gucken. Weil die Sachen könnte ich auch schön vom Handy dann direkt hochladen. Ja, wenn ich dann zu Hause bin, WLAN, zack, hochladen, fertig. Ganz einfach, ohne viel Schnitt, ohne irgendwas. Mal sehen. Könnte ich ja mal probieren. So, damit hätten wir das auch abgehakt. Ja, dann muss ich mich mal ganz kurz aufregen über Autofahrer. Ich bin jemand, der sich schnell über irgendwas aufregt. Dazu bin ich mittlerweile zu alt und aus dem Alter raus, dass man sich über jeden Firlefanz aufregt. Und ich denke mal immer, das Leben ist viel zu kurz, das kann so schnell vorbei sein. Haben wir schon ein paar Mal erlebt in den letzten Jahren hier bei uns, dass man einfach sich über so Kinkerlitzchen nicht mehr aufregt. Ist halt einfach so. Ich nehme das hin. Denk mir meinen Teil und das war's dann. Aber manchmal, wenn ich Auto fahre, ich meine, ich rege mich auch nicht wirklich auf, aber ich frage mich, was machen die Leute denn da jetzt? Wir zum Beispiel, wir haben hier oben, wenn man ins Dorf reinkommt, ist eine Blitze. Da ist 70. Da steht vorher ein 70-Schild und kurz hinter der Blitze ist auch nochmal ein 70-Schild. Und wenn man dann nochmal 100 Meter weiter fährt, kommt das Ortseingangsschild und da ist es 50. Und grundsätzlich, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, habe ich jemanden vor mir, der da mindestens volle Suppe auf 50 abbremst. Mindestens, wenn nicht sogar noch weiter runter auf 30. Nur weil da eine Blitze steht. Guck doch auf die Schilder, meine Güte. Was soll denn das? Hallo, wer hupt? Und das sind einfach Sachen, da denke ich mir, da rege ich mich dann so ein bisschen auf. Nicht viel, aber ein bisschen. Oder, das ist was mich wirklich aufregt. Wenn jemand vor mir fährt, der Prunup hatte ja auch seinen Broadcast Yourself im Auto gemacht. Und er hat im Auto geraucht und hat dann die Kippe aus dem Fenster geworfen. Grundsätzlich ist mir das egal. Wenn jemand das aus dem Auto rauswirft, soll das tun. Aber wenn doch jemand hinter mir fährt, wie zum Beispiel jemand fährt vor mir und ich sehe schon immer, dass die aus dem Fenster aschen. Wozu haben diese Leute einen Aschenbecher im Auto? Wenn sie sowieso im Auto rauchen, dann können sie diesen Scheiß auch da vorne ins Auto rein aschen. Oder die ganze Kippe nachher da rein tun, weil das ist ja das Ding. Nein, dann wird die Kippe aus dem Fenster geworfen. Im besten Fall aber nicht nur so runter an der Seite, sondern nein, schön aus dem Fenster rausflitschen. Denn ich habe damals mal, als ich mein erstes Auto hatte, das war mein Heiligtum, da habe ich selber so viel dran gebastelt und gemacht und was man halt so tut, wenn man da so ein bisschen bekloppt drauf ist. Ne? Und da hatte ich jemanden vor mir, der hat eine Kippe aus dem Fenster geflitscht, die bei mir reingeflogen ist und hat mir hinten, weil die dann an mir vorbei ist, ein Loch in den Sitz gebrannt. Ja, geil.
Deswegen, wenn ich sowas sehe, dass vor mir, wenn hinter ihm keiner ist, egal, dann soll die Kippe rausflitschen, macht sowieso jeder, der raucht, irgendwie die Kippen so durch die Gegend werfen. Aber wenn doch jemand hinter mir fährt, wieso werfe ich dann die Kippe aus dem Fenster und tue sie nicht in den Aschenbecher und tue sie nachher raus, wenn ich zu Hause bin? Also ich sehe so selten, wenn ich hier durchs Dorf gehe und gehe mit den Hunden da rum und gucke schon mal so in die Autos rein, an denen ich vorbeigehe. Es gibt so wenige Autos, wo der Aschenbecher benutzt wird. Ich habe, ich meine gut, natürlich gibt es auch Leute, die nicht rauchen, klar. Aber es gibt oben ein Auto, da ist der Aschenbecher auf und der ist immer randvoll. Ich möchte da am liebsten mal klingeln und diesem Menschen gratulieren und mich bedanken, dass er den Aschenbecher benutzt, dafür, wofür er vorgesehen ist. Deswegen, das sind so Sachen, da kriege ich einfach zu viel. Und wenn ich hier nach Aachen reinfahre zur Arbeit, da erlebt man die krassesten Sachen, was die Leute, die passen einfach nicht auf. Der eine fährt rechts, links, der fährt mitten auf der Straße und oder mir kommt jemand entgegen. Man kann in der Kurve nichts sehen, weil halt da, ne, ist eine Kurve, da sind Bäume im Weg, weil es geht so durch so ein Waldstück da durch. Und dann überholt er da oder schneidet volle Suppe die Kurve. Ich meine, das sind ja Sachen, die ich muss euch mal mitnehmen. Ich mache mal, glaube ich, dann, wenn ich wirklich diesen anderen Kanal mache, mal das Handy. Ich muss mir so eine Halterung holen, dass ich das Handy da vernünftig reinmachen kann. Und fahren wir mal durch die Gegend und dann filme ich mal so, was so passiert. Und ich wette mit euch, wenn ich von mir aus hier losfahre und fahre mal Richtung Stadt, in einer halben Stunde, dann wird schon so viel passieren. Das brauche ich nur einmal aufzunehmen. Da brauche ich gar nicht zu lange zu warten. Und das sind einfach Sachen, beim Autofahren rege ich mich dann doch manchmal noch auf. Sonst lässt mich eigentlich so ziemlich alles kalt. Ja, das wollte ich schon mal kurz loswerden, diese Sache mit diesem. Und ich hatte auch unter das Video kommentiert, wie er die Kippe aus dem Fenster geschmissen hat. Da habe ich darunter geschrieben, weil er irgendwie auch meinte, mich regt es auf, wenn das und das. Und da habe ich geschrieben, mich regt es auf, wenn jemand die Kippe aus dem Fenster wirft. Das war nicht auf ihn bezogen, das hat er, glaube ich, direkt so verstanden, aber war nicht auf ihn bezogen, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ob jemand hinter ihm war oder nicht. Ist mir auch egal, solange ich nicht hinter ihm bin. So, damit mal, da hätten wir, glaube ich, die... Hoppala, Hilfe, abbrechen. Damit haben wir die ganz normalen Themen schon abgehakt. Ich vermute fast, es wird heute nicht über eine Stunde gehen, denn wir haben erst eine halbe. Dann gehen wir mal weiter zu Filmen und Spielen und sowas, was ich geguckt und gespielt habe. Filme, haben wir eigentlich nur geguckt, Der Hobbit, Teil 2, Smaugs Einöde. Was ich sehr lustig finde, Smaugs Einöde hieß ursprünglich anders. Der hieß ursprünglich Die Einöde von Smaug. Aber das ist falsch. Das ist grammatikalisch oder wo gehört das hin? Ich glaube, ja, ist das einfach falsch. Weil Smaug ist ja im Prinzip ein Drache, eine Person. Das hat nämlich auch ein Deutschlehrer dann bemängelt und ich glaube, deswegen wurde dieser Titel geändert in Smaugs Einöde, weil die Einöde von Smaug würde sagen, dass Smaug ein, zum Beispiel ein Land ist, ein Ding, ein Gegenstand von Smaug. Wenn man, es müsste richtig heißen, die Einöde des Smaug. Genau. Und deswegen, weil sie sich da wohl nicht sicher waren, wie das jetzt wirklich heißt, haben sie das umbenannt in, zumindest im Deutschen, in Smaugs Einöde. Haha, wieder was gelernt. So, auf jeden Fall dieser Film. Viele fanden ihn nicht gut, viele fanden ihn super. Ich fand ihn auf jeden Fall schon mal besser als den ersten Teil. Ich habe das Buch nicht gelesen, meine Frau hat das Buch gelesen. Und ich habe im Internet gelesen von einigen Leuten, die das Buch gelesen haben und haben jetzt geschrieben, ich frage mich, wie man dieses kleine Buch in eine aufgeblasene Trilogie umwandeln kann als Film. Aber meine Frau sagte zum Beispiel auch, die haben halt sehr viele Sachen, sind doch einfach im Buch nicht vorgekommen. Das heißt, es hat mit dem Buch im Prinzip nicht mehr so viel zu tun. Aber was mich auch gar nicht stört. Das ist mir egal. Die Filme sind gut. Die haben mich gut unterhalten. Er ging relativ lang. Manche Szenen habe ich gedacht, ja, das hätten sie jetzt ein bisschen schneller machen können. Aber im Grunde war das ein sehr cooler Film. Kommt natürlich nicht an die Herr-der-Ringe-Trilogie ran. Ganz klar, brauchen wir nicht zu drüber reden. Nicht drüber zu reden. Aber trotzdem sind es gute Filme, die ersten beiden zumindest jetzt schon mal. Mal gucken, was in dem Jahr dann Teil 3 sagt. Dann haben wir, also wie gesagt, ich bin begeistert von The Hobbit. Ich freue mich auf Teil 3 und mal gucken, was dann noch so kommt. Was sie dann noch so machen. Bild ist natürlich der Wahnsinn von dem Film. Wie hat der gute Typ damals gesagt, 3D-Kameras sind out,
die haben das ja mit einem ganz besonderen Verfahren irgendwie gefilmt und so. Und das doch auf dem großen Fernseher hier mit Surround-Anlage und so ein bisschen ist schon eine coole Sache. Dann haben wir geguckt, Game of Thrones haben wir weitergeguckt, Staffel 4 ging ja weiter. Schon krass, ne? Da will ich jetzt nichts drüber erzählen, denn da wird es demnächst einen Talk zu geben. Denn ich habe, der Yetivin hat bisher, Yetivin kennt ihr hoffentlich noch, er ist ja noch nicht so lange weg. Der Yetivin hat eine Rubrik gehabt, der Serientalk. Er hat da immer mit Gästen über eine bestimmte Serie gesprochen. Ich werde demnächst damit anfangen, das auch zu machen, denn ich habe ihn gefragt, ob ich das nicht übernehmen kann von ihm. Ich werde wahrscheinlich auch das Intro übernehmen, da muss ich nochmal gucken, ich will nicht genau das gleiche nehmen. Aber vielleicht denjenigen, der das gesprochen hat, mal fragen, ob er mir da auch ein Intro sprechen kann, mal sehen. Das heißt, ich werde den Serientalk übernehmen vom Yetivin und immer zu den Serien, die wir so geguckt oder die ich so mit meiner Frau geguckt habe, denn sie guckt das ja meistens mit, werde ich dann mit Leuten drüber sprechen. Und ich werde jetzt anfangen zunächst mit The Walking Dead, weil The Walking Dead ist Staffel 4 ist jetzt vorbei. Und da werde ich wahrscheinlich mit dem Lord Avenger zusammen und mal gucken, wer sich noch so findet. Wenn jetzt jemand von euch da mitsprechen möchte, ich möchte nicht mehr wie 4 Leute in diesen Talk aufnehmen. Aber wenn jemand da Bock zu hat, meldet euch mal bei mir. Muss jetzt nicht unbedingt ein YouTuber sein, kann auch ein Zuschauer sein, der trotzdem in dem Podcast mal mit dabei sein möchte. Dann können wir gerne mal über The Walking Dead sprechen, Staffel 1 bis 4. Ne? Voraussetzung ist halt, ihr solltet zumindest die ersten 3 Staffeln gesehen haben. Die 4. ist jetzt nicht zwingend. Die habe ich gesehen, die hat der Lord Avenger gesehen. Und das wird dann schon irgendwie reichen. Aber Staffel 1 bis 3 solltet ihr auf jeden Fall gesehen haben. Wie gesagt, wenn möglich auch dann die 4. noch. Wäre natürlich am optimalsten. Und dann kommt bald ein Game of Thrones Talk. Denn da ist auch Staffel 4 momentan aktuell. Wir sind jetzt bei Folge 4. Die müsste jetzt auch irgendwann hier bei uns dann, glaube ich, kommen. Oder war sogar schon, ne? Joa. Da bin ich sehr gespannt. Das sind ja auch immer nur 10 Folgen pro Staffel. Ich denke mal dieses Mal auch. Und ich bin mal gespannt, was da noch passiert jetzt alles. Gerüchte gehen ja um, dass auch der das Buch schreibt, noch nicht mal weiß, wie das zu Ende gehen soll. Oder ist das abgeschlossen? Ich weiß es nicht genau. Oder schreibt er noch daran? Keine Ahnung. Ist mir auch egal, denn die Serie ist super. Bleibt abzuwarten, was da passiert. Möchte ich auch jetzt nicht weiter darüber sprechen, weil Spoiler und so. Auf jeden Fall ziemlich krasse Sachen wieder mit dabei. Momentan, meine Lieblingsdinger, wo ich immer dabei bin, ist der Hund mit Arya. Finde ich immer sehr witzig, muss ich immer sehr lachen, was die beiden so machen und wie der Hund so mit den anderen Leuten umgeht. Dann haben wir mal reingeguckt, letztens war eine neue Serie im Fernsehen, Vikings, also Wikinger. Der Jedivin hat das auch bei Facebook gepostet über seine Seite. Ich hoffe, ihr guckt gerade alle Vikings auf ProSieben. Wir haben nach der ersten Folge umgeschaltet, weil es einfach nicht unser Ding so war. Keine Ahnung, vielleicht hätten wir mal weiter gucken sollen, aber ich fand dann diesen Hauptdarsteller, diesen einen Wikinger, fand ich schon so, ja, die Stimme passte gar nicht, der hat so lustlos gesprochen, das gefiel mir einfach oder gefiel uns irgendwie alles nicht. Ja, deswegen haben wir da wieder aufgehört. Mal sehen, vielleicht wenn das jetzt mal weiterläuft und die erste Staffel zu Ende ist und alle Leute sagen, boah, super Serie, dann werden wir uns das vielleicht auch nochmal angucken. Spätestens, wenn es vielleicht auf Blu-ray mal rauskommt. Denn das ist eigentlich so unser Ding, diese Fantasy mit Wikinger, mit brutalen Schwertkämpfen und so ein Kram alles und ein bisschen Fantasy mit dabei. Das ist eigentlich das, was wir gerne gucken. Deswegen auch Game of Thrones, meine Frau auch, ist neben The Walking Dead ihre Lieblingsserie. Ja. Und Vikings war halt noch nicht so unser Ding. Mal abwarten. Wie gesagt, wenn Leute jetzt irgendwann nach der ersten Staffel schreiben, hey, super Serie, muss man gesehen haben, bla bla bla, dann werden wir uns das mit Sicherheit auch irgendwann mal angucken, aber erstmal nicht. Dann war es das schon. Mehr haben wir gar nicht geguckt diesen Monat an Filmen und so. Weil halt auch einfach zu wenig Zeit da war. Ja, wir haben Fußball geguckt. Ihr wisst, dass ich Bayern München Fan bin. Und natürlich, was da die letzten 2 Spiele in der Champions League passiert ist, war natürlich eine ganz große Katastrophe. Aber was soll man sagen? Sie waren einfach scheiße. Muss man ja mal so zugeben. Ne? Und deswegen ist es auch verdient, dass Real Madrid weitergekommen ist. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich hoffe auch, dass jetzt nicht irgendwelche blöden Hater-Kommentare kommen oder sowas. Naja. Schade. Ich hätte mir gerne ein Finale gegen Atletico Madrid oder gegen Chelsea nochmal, um denen das von vor 2 Jahren heimzuzahlen, gesehen. Aber gut, ist halt nicht so. Wenn man so schlecht spielt. Und ich bin mir nicht so sicher, im DFB-Pokalfinale gegen Dortmund, ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl. Ich glaube nicht, dass die Bayern das gewinnen werden. Ich glaube, Dortmund wird das machen.
muss ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe da kein gutes Gefühl. Das Gefühl hatte ich gegen Real Madrid nämlich auch. Also wird es auch so kommen. Ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, dass es anders kommt, aber ich glaube irgendwie nicht dran. Dafür sind sie momentan einfach nicht gut genug. Das sind einfach zu viele Einzelspieler, die meiner Meinung nach momentan nicht auf der Höhe sind. Ribéry kann man momentan vergessen. Mandzukic, oder wie er heißt, wie man es ausspricht, den finde ich sowieso nicht gut. Bin ich froh, wenn nächstes Jahr Lewandowski da ist. Der spielt wenigstens mal mit. Und Kroos ist noch nie, bin ich noch nie Fan von gewesen. Boateng ist auch Schrott eigentlich. Ja. Deswegen, da sind genug Einzelspieler, die momentan einfach nicht in der Verfassung sind, in der Champions League zu gewinnen. Ist einfach so. Natürlich ist die Mannschaft immer noch super. Da sind ja noch andere Spieler, die Müller ist fantastisch, finde ich immer klasse. Lahm ist natürlich wichtig für die ganze Mannschaft und so weiter, aber ist auch egal. Und natürlich Pep Guardiola, der Trainer, hat, ich meine, das kann man immer leicht sagen, wenn man ist auch bei Facebook, liest man das oft, dann immer die ganzen Möchtegern-Experten, die dann da, ja, das so und so hätte man das machen müssen, bla bla. Klar hätte man es anders machen müssen, dann hätte es auch geklappt vielleicht, aber ich hätte auch eine komplett andere Aufstellung gewählt. Beim zweiten Mal, beim Rückspiel gegen Real Madrid, hätte ich zum Beispiel Mandzukic direkt rausgelassen. Ich hätte direkt Martinez spielen lassen und direkt Götze anstatt Ribéry. Ganz klar. Naja, egal. Es ist vorbei, es ist zu spät. Mein Vater wird sich, ich habe noch nichts von ihm gehört, er wird sich wahrscheinlich erhängt haben. Aber so ist das nun mal beim Fußball. Man kann nicht immer alles gewinnen. Dafür haben die Bayern auch die letzten anderthalb Jahre sämtliche Rekorde gebrochen und neu aufgestellt und so weiter. Ja. Dann haben wir Spiele. Was habe ich gespielt diesen Monat? Am Anfang möchte ich anfangen mit der PS Vita-Version von Final Fantasy X HD. Habe ich mir doch gekauft, obwohl ich es eigentlich nicht kaufen wollte. Aber es war eine gute Entscheidung, denn es war fantastisch. Ich bin noch nicht durch. Momentan pausiert es auch wieder so ein bisschen, weil ich halt im Diablo-Fieber bin. Aber die PS Vita ist immer noch an, die liegt da vorne am Ladegerät und ist halt seit einer Woche oder so im Standby, weil ich halt mittendrin irgendwo bin und nicht speichern konnte und ich möchte da nicht jetzt ausmachen, einfach so. Ich bin relativ weit, ich habe glaube ich auch schon fast 20 Stunden wieder gespielt daran, weil PS Vita kann man klar immer zwischendurch so ein bisschen, mittags habe ich das immer gemacht, eine Stunde auf anderthalb, wenn die Kleine halt geschlafen hat oder abends im Bett dann noch eine Stunde, da kommt die Zeit, da kommen 20 Stunden doch schon schnell zusammen. Oder 20 sind es glaube ich noch gar nicht. Ich glaube es sind 15 oder so, aber ist auch egal. Auf jeden Fall für mich relativ viel. Und das Schöne war einfach, ich habe sehr viel vom Spiel vergessen. Ich kannte das Sphero-Brett, kannte ich noch. Ich kannte noch so ein bisschen die Charaktere, aber ich wusste nicht mehr, wo sie hin müssen, was überhaupt so passiert, worum es überhaupt geht. Und das war halt, da Final Fantasy X neben Teil 9 eines der besten Spiele von der Final Fantasy oder aus der Rollenspielreihe überhaupt, aus dem Rollenspielgenre überhaupt sind, war das eine coole Sache. Ich hatte quasi ein neues Spiel, was ich erleben konnte und kannte aber schon so die, ein paar wichtige Sachen von der Spielmechanik her. Und das Remake auf der PS Vita ist auch fantastisch. Also kann man sich auf jeden Fall zulegen. Mal sehen, ob ich irgendwann mal noch Final Fantasy X-2 mir darunter lade. Da ist ja ein Download-Code dazu bei, was ich sehr schade finde. Denn PlayStation 3-Version ist da eine Retail-Version quasi bei mit Final Fantasy X-2 und bei der Vita-Version ist da nur ein Download-Code dazu bei. Schade, warum auch immer. Und das Ding ist noch teurer als die PS3-Version. Zumindest am Anfang war sie teurer. Jo, da, so viel dazu. Dann haben wir, da habe ich bekommen FIFA WM Brasil 2014. Was soll ich sagen? Ist ein FIFA, ist ein gutes FIFA. Ich habe schon zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen mit Deutschland. Und ich habe am Anfang angefangen auf Halbprofi. Nee, auf Profi, wie ich sonst immer gespielt habe früher. Aber das war mir, weil es halt, mein letztes FIFA war FIFA 12. Das habe ich aber auch nicht wirklich gekonnt. Mein Spielmechanik, Spielsystem war mehr so Final Fantasy 11. Das fand ich super. Ja, und das ist halt jetzt komplett anders, ne? Der Ball prallt viel mehr ab und ist schwieriger zu spielen, finde ich. Und deswegen muss ich von Profi auf Halbprofi runter und bin dann sogar auf Amateur, kommt da glaube ich noch, ja, bin ich runtergegangen. Aber das habe ich dann schnell wieder hochgestellt auf Halbprofi und da spiele ich momentan und das läuft auch ganz gut. Das ist auch, ich denke mal, wenn ich auf Profi spielen würde, würde ich auch gewinnen, aber dann wäre es zu hart. Dann würde es mir keinen Spaß mehr machen.
da ich auch nicht online spiele, sondern halt wirklich nur immer schön die Turniere mache mit der Mannschaft. Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ich glaube, ich habe sogar 70 Euro jetzt bezahlt oder 61, irgendwie so. Die sind eigentlich nicht gerechtfertigt, aber ich wollte es halt haben. Und wenn man seit fast 3 Jahren dann halt kein FIFA mehr gekauft hat, kann man sich mal wieder eins zulegen. Und vor allen Dingen für die WM eine gute Einstimmung, wie ich immer finde. Aber da kommt auch noch ein Video zu, das muss ich nur noch aufnehmen. Weil die PlayStation ist momentan hier oben, mein ganzer Aufnahmekram ist aber unten. Und deswegen muss ich da erstmal umbauen, irgendwann mal sehen. Kommt aber bestimmt auch jetzt bald. Dann habe ich gespielt Trials Fusion. Habe ich mir gekauft. Ich habe ja das letzte, was ich gespielt habe, war Trials 2 in der Second Edition. Was ich aber bedeutend schwerer fand als das jetzt. Zumindest bis da, wo ich momentan bin. Ich bin erst, glaube ich, am Anfang der schweren Strecken. Also ich glaube, ab da geht es erst richtig los mit dem Schwierigkeitsgrad. Und was natürlich ein super Vorteil ist, ist mit dem Controller. Ich habe Trials 2 damals gespielt mit der Tastatur. Und da gibt es entweder nur Vollgas oder nicht. Und mit dem Controller kann man halt viel besser das Gewicht verlagern, nach vorne, nach hinten, und kann viel besser Gas geben oder auch bremsen und so. Kann das halt alles ein bisschen einfacher damit. Und ist auf jeden Fall ein gutes Spiel, lohnt sich. Ich habe das halt über Steam gekauft, in der normalen Version. Es gibt auch diese Deluxe Edition, aber habt ihr eh im Video schon gesehen. Auf jeden Fall ein cooles Spiel, was ich auch zwischendurch immer wieder mal spiele. Ist auch so ein Ding, was man mal anmachen kann und fährt 2-3 Strecken und dann macht man es wieder aus. Und sowas brauche ich halt im Moment. Womit wir direkt, das überspringen wir jetzt mal, denn da könnt ihr euch das Video ja zu angucken, da habe ich ja ziemlich viel darüber erzählt. Kommen wir direkt mal zu dem Ding, was die meiste Zeit gefressen hat, letzten Monat, nämlich fast 30 Stunden, oder es sind sogar 30 Stunden, Diablo 3, Reaper of Souls. Und 30 Stunden hört sich ja erstmal viel an, in einem Monat vor allen Dingen für mich, und wenn ich nebenbei auch noch Final Fantasy gespielt habe, aber das ist auch so ein Ding, das kann ich überall spielen. Ich habe das am Laptop, da läuft es zwar nicht ganz so super, aber es läuft halt. Und deswegen kann ich da auch, wenn ich das mittags, ich könnte jetzt in der ganzen Zeit, wo ich jetzt hier rede, die Kleine schläft, hätte ich mich auch in die Küche setzen können an den Laptop und hätte da 2 Stunden Diablo spielen können zum Beispiel. Und so ist es halt auch, wenn ich jetzt bei Spätschicht abends runtergehe und ich sollte mal kein Video aufnehmen, dann habe ich halt 5 Tage jeweils 2 bis 3 Stunden Zeit. Daher kommt diese riesige Spielzeit zusammen. Also riesig, für mich riesig. 30 Stunden in einem Monat haben andere Leute wahrscheinlich 30 Stunden in einer Woche schon zusammen oder so. Oder nach 3 Tagen, wenn es gerade neu raus ist. Ja, Reaper of Souls ist auf jeden Fall grandios. Ich finde es fast noch besser als Diablo 2 damals mit dem Addon. Fast. Das ist natürlich, kann man nicht vergleichen. Es ist mittlerweile ein ganz anderes System und ganz anders aufgebaut wie damals. Allein schon, dass man damals halt einfach maximal Level 99 hatte und es hat sich auch mit dem Addon nicht geändert. Das hatte man, war Anfang an Level 99 und dann war Schluss. Ist man aber auch fast nie hingekommen. Da hat man so ewig lang gebraucht nachher. Und hier ist es jetzt einfach so, dass es auch ein Endlevel gibt, nämlich 70. Und mit dem Addon kam es auf Level 70. Vorher war es Level 60 und jetzt 70. Was ich ein bisschen schade finde, denn die ganzen Items, die man hat vorher, die alten Dinger, die Level 60 Items, kann man jetzt komplett vergessen. Wenn man so ein bisschen weiterspielt in der Story, im Akt 5, dann kriegt man direkt Sachen, die sind um Welten besser als die Legendaries aus dem normalen Diablo 3. Und das fand ich ein bisschen schade. Hätten sie ein bisschen anders machen können. So ähnlich wie halt in Diablo 2. Aber ansonsten vom Aufbau her, wie man jetzt die Sachen farmen kann und so, ist um einiges besser als Diablo 2. Einfach, weil es viel mehr Abwechslung bringt und man kann... Das habe ich auch im Spiel, in dem Video alles erzählt. Ich mache manchmal einfach so eine Session, wo ich dann die ganzen Kopfgelder einfach nur mache, um die Schlüsselfragmente zu bekommen, um dann irgendwann das Portal öffnen zu können. Und ich sammle halt einfach erstmal immer nur Schlüsseldinger. Und dann setze ich mich abends hin, wie letztens zum Beispiel, das könnt ihr auch im Video vom ProNoob sehen, wo ich mit dabei war, was auch gestern erst online gekommen ist. Dann werfen wir unsere Schlüssel quasi zusammen und mit 3 Leuten oder 4 und jeder macht mal ein Portal auf und dann macht man diese Portale mit den dicken Portalwächtern am Ende und so weiter. Und das macht einfach Bock. Man kann sich aussuchen, was man machen möchte. Man kann so viel am Char ändern. Man kann auch zwischendurch seine Skillung ändern, was man bei Diablo 2 damals auch nicht konnte. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal keine Lust mehr habe, meinen Barbar so zu spielen wie jetzt, dann baue ich ihn einfach um. Und das ist auch der Uschi von den Gamecheckers hat in einem Video gesagt, dass sie, als sie gefragt wurden,
welche Lieblingsklasse sie in Diablo 3 hätten, hat er gesagt, dass sie Barbar nicht mal so gut fanden, weil er halt irgendwie langweilig geworden ist. Aber es gibt da so viele Möglichkeiten, wie man ihn spielen kann. Mein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der absoluter Diablo 3 Suchti ist, der hat schon, keine Ahnung, über 1000 Stunden, 1100 Stunden nur mit dem Barbar gespielt, habe ich gesehen. Und alle anderen Klassen hat er auch auf 70 mittlerweile. Und der hat ein mega fettes Equipment mittlerweile. Für die, die sich auch auskennen mit Diablo 3, es gibt ja die Paragon-Level. Wenn man Level 70 erreicht hat, kann man danach noch mit dem Paragon-Level weiter. Das geht bis 800, aber das ist natürlich Wahnsinn bis 800. Dauert ja auch immer länger. Man kann dann für jedes Level, was man steigt, nochmal extra Punkte irgendwie verteilen, immer einen. Und so der durchschnittliche Spieler, ich sag mal, ist von Level Paragon 50 bis 150. Und der ist jetzt bei 350 schon. Das ist schon verdammt hoch. Und hat auch gute Sachen. Und er spielt jetzt den Barbar mittlerweile, habe ich eben kurz gesehen, komplett anders. Er lässt quasi jetzt für sich spielen. Das werde ich irgendwann mal probieren, aber da muss man halt die richtige Ausrüstung für haben, damit das auch was bringt. Er hat quasi als Barbar jede Menge Leute um sich rumlaufen. Er hat die Urahnen, ein Barbar kann die Urahnen holen, das sind dann drei Urahnen-Barbaren, die dann mit ihm kämpfen und noch irgendwelche anderen Viecher rennen darum. Und durch diese bestimmte Rüstung, die er hat, verschwinden diese Urahnen nicht einfach nach einer bestimmten Zeit, sondern bleiben so lange, bis sie halt kaputt sind. Aber dadurch, dass sie halt länger bleiben und auch relativ stark sind, sterben sie halt sehr spät und dann kann man die Urahnen direkt wieder neu holen, weil halt die Abklingzeit schon wieder weg ist. Und das ist halt ein ganz anderes System. Da spielt man den Barbar viel passiver, weil ich habe eben dann eine Runde mit ihm gemacht heute Morgen, war er zufällig online und der hat direkt ein Portal geöffnet. Ich denke, ja, alles klar, ich wollte eigentlich gar nicht spielen. Und dann hat er sich hingestellt, nichts gemacht, ich habe daneben gestanden und seine ganzen Mannequin haben auf Qual 1, für die, die sich auskennen damit, Qual 1 ist halt, Qual ist der höchste Schwierigkeitsgrad und der ist nochmal unterteilt in 1 bis 6 und 1 ist halt so der Anfang. In Qual 1 haben nur seine blöden Helfer Elite-Gegner platt gemacht, die da ankamen. Wir haben daneben gestanden, haben nichts gemacht. Und das ist natürlich dann mega krass. Dafür muss man aber auch die richtige Ausrüstung haben. Und deswegen denke ich nicht, dass ein Barbar irgendwie langweilig, okay, vielleicht ist für jeden ja individuell, aber ich finde den Barbar auch nicht langweilig. Ich spiele zum Beispiel nicht gerne Caster-Klassen. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich bin lieber der vorne hinrennt und draufhaut und eine fette Rüstung anhat und so weiter. Aber wisst ihr, habe ich schon ein paar Mal erwähnt. So, ja, das wären dann die Sachen gewesen, die ich geguckt habe diesen Monat, gespielt habe diesen Monat. Und ich habe eben schon mitbekommen, dass unten die Post gekommen ist. Das heißt, ich kann gleich, wenn meine Frau da ist von der Arbeit, werde ich hinten rumgehen und weiter an unserem Zaun arbeiten. Denn manche kennen die Dinger vielleicht, ich habe die bestellt. Das sind diese, da kommen die Pöller, die Pfeiler, diese Balken, die man mit denen man quasi einen Zaun bauen kann. Die kommen da rein, die sind aus Metall, diese Spitzen, die kann man in den Boden reinhauen und dann da einen Pfeiler unten reinschrauben, damit man einen Pfeiler gerade hinstellen kann. Und die kosten ich habe die damals im Obi, glaube ich, gekauft oder im Praktika, dass es den noch gab. Praktika bei uns ist ja nicht mehr. Ich sage, glaube ich, komplett sowieso da weg. Und da haben wir über 10 Euro, glaube ich, bezahlt für ein so ein Ding. Und bei Amazon habe ich jetzt 3 Euro bezahlt für eins. Und ich habe 4 Stück gebraucht. Das heißt, ich habe für 4 Stück jetzt fast so viel bezahlt, fast so wenig bezahlt wie da für eins. Ja, so kann man sagen. Ich könnte ein bisschen puzzeln. Ich habe hier ein Puzzle vor mir liegen. Ein Bambi-Puzzle. Wahnsinn. So, war's das? Habe ich noch mehr? Ja, Death Note habe ich nicht weitergelesen, glaube ich. Nee, Death Note muss ich noch weiterlesen. Ich bin in Band 3. Und bis Band 4 habe ich noch hier. Mal sehen. Es ist eine spannende Geschichte, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt unbedingt weiterlesen möchte. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann spiele ich, wie gesagt, lieber Diablo momentan. Was kommt denn im Mai alles? Achso, genau. Und mit dem Video des Monats und so, was ich eine Zeit lang gemacht habe, das lasse ich weg. Dafür habe ich ja Facebook mit dem Community-Sonntag. Da poste ich quasi immer so die Videos, die ich gut fand. Das heißt, ich brauche das ja hier nicht mehr zu tun. Ist auch ein weiterer Grund für euch, warum ihr auf meine Facebook-Seite kommen solltet. Finchies Welt Gaming und Co. Einfach eingeben oder halt unten in der Videobeschreibung. Und dann haben wir noch zum guten Schluss, zum Abschluss den Ausblick auf den Mai. Was kommt denn im Mai? Ich hatte eigentlich für Mai 3 Sachen vorbestellt, wovon ich 2 storniert habe, weil es einfach
Ja, ich spiele sowieso Diablo 3. Deswegen habe ich nur eins vorbestellt. Das könnt ihr schon denken, was das ist, nämlich Mario Kart 8 in der Limited Edition mit diesem Panzer. Und ich bin ziemlich gehypt auf dieses Spiel. Es gab ein paar coole Infos. Zum Beispiel soll es ja diesen blauen Panzer, den gibt es klar, den blauen Stachelpanzer, der immer den ersten trifft, den gibt es. Aber es gibt mittlerweile ein Konter-Item dafür, nämlich irgendwie wie so eine Flak, wie so eine Abwehrrakete hinten am Auto, dann so sah das aus. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass man den Panzer dann doch mal abwehren kann irgendwie. Ich bin übrigens hell-dunkel. Egal. Ja, wenn man die Panzer abwehren kann, ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Und deswegen, allein die Optik von dem Spiel sieht so gut aus. Ich hoffe, das ist auch im Gameplay dann alles so. Ich bin sehr gespannt auf Mario Kart 8. Ich hatte mir eigentlich noch vorbestellt, Mario Golf Tour für den 3DS, was glaube ich heute rauskommt, am 2. Mai. Habe ich aber storniert, weil 3DS liegt momentan verstaubenderweise da oben auf dem Regal. Da ich halt, wenn dann ein Handheld PS Vita mit Final Fantasy X oder halt einen Laptop hier oben anmache. Und ich hatte mir Kirby's Triple Deluxe vorbestellt, das am 16. Mai, glaube ich, rauskommt. Aber das habe ich auch storniert, aus dem gleichen Grund wie das andere. Kann ich mir irgendwann vielleicht noch holen. Vielleicht mit dem nächsten Amazon-Gutschein, wenn dann nochmal einer kommt, weil die letzten paar Wochen, Monate, also Monate, hat nicht mehr wirklich jemand was gekauft über den Amazon-Link von mir. Was nicht schlimm ist, muss man ja nicht. Aber. Ja, das merke ich natürlich. Wenn es jetzt ein, zwei Monate kein Gutschein kommt, dann gibt es viele Sachen, die ich mir nicht holen kann von irgendwelchen Spielekram oder so. Naja, wie auch immer. Ja, das war's. Wir sind unter einer Stunde geblieben. Irre. Und das ohne Intro. Ja, gut, das war's. Das war's tatsächlich. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was ich erzählen wollte, musste? Nee, gestern war 1. Mai. In den Mai getanzt habe ich in Sanctuarium. Also Diablo 3. Ja, ich hatte mein Auto extra woanders geparkt, weil ich ja ich hatte es ja mal erzählt, an Silvester haben mir welche versucht, den Spiegel abzutreten vom Auto vor der Haustür. Und ich habe gedacht, entweder war das jetzt absichtlich gegen mein Auto, weil alle anderen Autos hatten nichts an der Straße. Meine Frau stand direkt daneben geparkt, da war auch nichts dran. Und deswegen war ich gestern ein bisschen skeptisch, wie die Mainacht war, weil da gibt es ja auch immer viele Bekloppte, die so unterwegs sind. Es gibt natürlich auch viele, war ich damals auch mit unterwegs und die Maibäume setzen. Ich weiß nicht, ob man die Tradition überall kennt in Deutschland, aber bei uns setzt man zum Beispiel in der Mainacht einen Maibaum an das Haus des Mädchens, was man nett findet oder so. Und wenn man schon in einer Beziehung ist, dann macht man ein Herz. Mit so Kreppband macht man dann halt so ein Herz, irgendwie so ein Maibild nennt sich das dann. Und da war ich früher natürlich auch mal mit unterwegs und wir haben Maibäume gesetzt und sowas. Das war immer eine coole Sache, aber es muss aber auch immer irgendwie friedlich ablaufen. Man sollte nichts kaputt machen. Ja, ganz klar. Ja, und das ist halt leider manchmal nicht der Fall. Manchmal gibt es Bekloppte, die meinen, sie müssten was kaputt machen. Deswegen habe ich mein Auto gestern extra woanders geparkt, bei meinem Onkel hinten, so ein bisschen seitlich, damit das nicht so vorne an der Straße steht. Ist zum Glück nichts passiert. Ich denke mal an Silvester, das war ein Zufall, dass jemand einfach da vorbei ist und hat gedacht, Spiegel abtreten, den vollen Kopf so. Dass das hoffentlich nicht gezielt gegen mich oder gegen das Auto ging. Naja. So, das war es jetzt tatsächlich endgültig. Dann sehen wir uns, wenn die dumme Gelaber wieder Ende Mai. Mal sehen, was im Mai alles so passiert. Ich denke mal, ich werde viel wieder draußen im Garten hantieren und viel Diablo 3 spielen. Wie gesagt, edit mich da. Finchmaster Raute 2909 ist meine Battletech-ID, wie man es nennen möchte. Jo. Das war's. Oh Gott, unter eine Stunde. Ich schaff's nicht über die Stunde. Naja, was soll's. Ich mache jetzt hier ganz oldschool die Kamera da oben aus. So. Damit würde ich sagen, ich wünsche euch einen schönen Mai. Ich hoffe, das Wetter wird noch ein bisschen besser. Bei uns regnet es heute. Ne, es regnet nicht, aber es ist sehr diesig und sehr düster und matschig draußen. Macht nichts, ich muss trotzdem gleich raus den Zaun aufbauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.